Urheberrecht TF Image. Getty Images. Bender Zwillinge fehlen gegen Gladbach. Leverkusens Kapitän Lars Bender sowie dessen Zwillingsbruder Sven werden den Bundesliga-Auftakt der Werkself in Gladbach verletzungsbedingt verpassen. Das bestätigte Cheftrainer Heiko Herrlich am Donnerstag gegenüber der Bild. Auch zwischen den Pfosten plagt Bayer das Verletzungspech. Schlechte Neuigkeiten beim Werksclub: Wenn die Mannschaft von Chefcoach Heiko Herrlich am kommenden Samstagabend, 18.30 Uhr zum Ligastart bei Borussia Mönchengladbach gastiert, muss man ohne Lars und dessen Bruder Sven Bender auskommen. Sie werden beide nicht spielen, bestätigte der Übungsleiter nach der Einheit am Donnerstagmorgen. Herrlich weiter: Sie wollten unbedingt, aber es ist aus gesundheitlichen Gründen nicht tolerierbar. Man muss die beiden dann einfach vor sich selbst schützen. Lars hat eine Außenbandzerrung im rechten Knie und Sven hat es am Sprunggelenk erwischt. Ich habe am Donnerstagmorgen die Entscheidung mit den Ärzten und den Spielern getroffen, Leverkusener Lazarett gut besucht. Ferner wäre es aus medizinischer Sicht unverantwortlich gewesen, die Bender-Zwillinge auflaufen zu lassen. Ist das Leverkusener Lazarett dieser Tage doch ohnehin gut besucht? Vor allem Patienten mit Handschuhen reichen sich dort aktuell fast täglich die Klinke in die Hand. Neben Neuzugang und Stammkeeper Lukas Hiradecki, der aufgrund einer Kiefer-OP keine Alternative für Samstag darstellt, fällt auch Herrlichs Nummer 3 Thorsten Kirschbaum, Muskelhöhenriss im rechten Oberschenkel, aus. Zwischen den Pfosten wird demnach vorerst Hiradeckis Vertreter Ramazan Özcan Platz nehmen. U19-Spieler Tomasz Kurz rückt derweil auf die Bank. Mehr auf MSN.